Moin Freunde, willkommen zurück zu den Kulianern mit Porten, den Centauren und Tenendo. Hallöchen. Ey, ich bin der Porten Centaure, was geht, Alter? Tenendo haben wir jetzt umgebracht hier, geiler Typ. wir machen Ölbohr-Action hier, ne? Ja, guck mal, hier ist sogar ein Pflaster drauf, oder? Oder was ist das? Pflaster wo? Ich glaube, hier oben an dieser roten. Oh ja. Bisschen schön abgeklebt, Junge. Schön. Geil. Das könnte aber auch theoretisch, könnte das ein Kaktus sein. Was? Ein umgedrehter Kaktus. Oder dieses Kaktus Digimon. Kennst du noch dieses? Ja, Togemon mit den Boxern. Du kennst den Namen noch, Alter? Ich kenne nur noch Agumon. Ich kann mir die zum Verrecken nicht merken, Alter. Weil die alle gleich klingen. Quarkmon, Quademon, Quarkmon, Alushumakolomon. Ich konnte sogar letztens im Stream noch alle Bionicle auswendig, aber komplett geisteskrank. Die hatten Namen? Die hatten Namen, ja. Von Tahu und Pohatu und Onu und Leva, Junge, Wahnsinn. Junge, ich bin froh, wenn ich mir meinen eigenen Namen eine Woche lang merken kann, ey. Also, so das, lang, Alter. Ja, also manchmal habe ich eine gute Zeit. Ja. Das war mein J, ey. Ja, schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Schön, dass ihr uns wieder beim Bohren zuschaut. Mm. Öl ist einfach etwas, was uns sehr wichtig ist. Und hast du dich schon mal mit Öl eingerieben, komplett? Lass mich mal überlegen. Mit Öl? Nee, aber mit. Ja, vielleicht mit Sonnenöl, aber. Mit also, Sonnenöl, okay. Also, so wie so bei so Bodybuilder-Contests so. Nein. Sowas wie Sonnenmilch, so Sonnencreme-Scheiße da, weißt du? Das ist ja so ein Bräuner, wo die sich mit so einer Rolle dann feuern. Ja, schön mit Bratenfett, damit das schön brutzelt an der Haut, ey. Ja, nice. Eingerieben habe ich mich dann noch nicht mit, aber muss ich vielleicht mal machen. Also, hast du da schon Erfahrung mitgemacht? Oh. Nee, deswegen frage ich. Ich wollte jetzt mal so ein Rad einholen oder so. Ja, nee, also ich kann dir leider da keine Tipps geben, aber vielleicht die Leute, weiß ich nicht, in den Kommentaren oder so. Ja, wer weiß. Mag sein, ne? Kann sein, ne? Kannst du ja dann im nächsten Pokémon-Unboxing einfach mal machen. Mich vielleicht mit Öl einreiben. So, ja. Dann flutscht das besser, meinst du, ne? Dann flutscht die Da habe ich vielleicht mal ein bisschen Glück. Das wäre so bad. Und dann die ganzen Karten einfach damit eingeschmiert und alles und die Kamera. Ja, yeah. So. Rainbow Rare, Leute. Oh, um 30 Euro gefallen der Wert. Schade. So eine Scheiße. Ja, gutes Format. Ja, auf jeden Fall. Flutsch und weg nenne ich das Format einfach. So, sehr gut. Siehst du, das sind ja die Ideen, die sprudeln einfach, Junge. Ja, wie das Öl. Wie das Öl. Ja. Wie das Öl, so das alkoholfrei, sagt man ja immer. Ja, auf jeden, sowas sage ich öfter auf jeden Fall. Wie oft Zocker? So dreimal am Tag. Ja. Wie Öl, so das alkoholfrei. Das ist schon, habe ich es einmal gesagt heute. Immer, so, ja, zack. Wie Zähneputzen. Zack, zack, zack. Geht einfach. Zähni. Hast du noch so eine coole Zahnputzuhr? Was? Ich war letztens zu Besuch bei jemandem und der hatte an der Tür noch so eine Zahnputz-Sanduhr hängen, die es früher mal als Kind bei Elmex und so dazu gab. Der ist in seinem Leben wahrscheinlich noch nicht umgezogen, oder? Doch, leider schon. Was? Das ist ja noch schlimmer. Okay. Ja, deswegen frage ich gerade. Hättest du ja sagen können, ja, das ist voll normal, Alter, das ist Standard-Bad-Einrichtung. Weiß dieser Mensch, dass mittlerweile die Zahnbürsten integrierte Timer haben und dir beim Zähneputzen sagen, wann du aufhören musst? Ich weiß es nicht. Also, sowas habe ich nämlich. Oh. Ja, der feine Herr war richtig in die Tasche gegriffen. Richtig schön die rein. YouTube Money, Alter. Geil. Ja, nee, der Zahnarzt hat gesagt, ich brauch sowas. Ja, weil ich so eine Kackspange hab und so ein Kacke da, ey. Also, Kackspange? So, ja, was so medizinische Geräte angeht, bin ich auf jeden Fall vorne mit dabei, Junge. Das ist einfach. Geil. Da bin ich ganz, ganz vorne mit dabei. Ja, ist auch gut, wenn dann so Zombie-Apokalypse ist, dann hast du lauter Notstromaggregate im Grunde. Auf jeden Fall, ja, das auf keinen Fall. Aber ich habe eine elektrische Zahnbürste und ein Atemgerät und solche Geschichten. Ja, da kann ich schon mal. Kurz schließen, so, die ganze Stadt beleuchten. Mit dem Atemgerät die Stadt beleuchten. Ja, es ist. Wie ist das Physik abgewählt? Ja. Ja. Also, du wirst nicht nur Physik abgewählt haben, du wirst auch noch, keine Ahnung, Dadaismus angewählt haben oder so. Ja. Also, irgendein Schwachsinn, irgendwelche Fächer, die dein Hirn einfach verändert haben. Wir hatten tatsächlich, als wir aufs Gymnasium gekommen sind, hatten wir das Fach Lernen, wo man gelernt hat, dass es unterschiedlich farbige Addings gibt zu markieren und wie man Karteikarten erstellt und so.
Es war sehr mystisch. Was zum Teufel? Lernen, ja, weil wir festgestellt haben, dass viele Leute aufs Gymnasium jetzt geschickt werden. Da wurden ja auch die ganzen Regelungen gelockert und so ein Kram. Und die waren halt wirklich dumm. Also wirklich auch, dass sie selber atmen konnten, war halt eine Leistung. Und denen musste halt erstmal beigebracht werden, wie man sich hinsetzt und quasi Wissen aufnimmt. Das war komplett... Was? Strange. Ja, krass. Lernen, Ostdeutschland. Ostdeutschland! Gut, atmen, ja, lernen gab es auch als Fach wahrscheinlich, ne? Ja, bestimmt, ja, ja. Liegen lernen, schlafen lernen und so. Das genau. War, da mussten dann aber auch nur die Leute aus rein deutschen Familien rein, die, oha, zumindest von sich behaupten, dass sie rein deutsch sind. Musst du am Anfang so beim, musst du bei der Anmeldung der Schule, sind sie rein deutsch? Ja, okay, dann kommen sie in die Klasse Braun B. Und dann musst du halt erstmal atmen lernen und so eine Geschichte. Sehr gut. Ja, hat wohl aber nicht viel geholfen, scheinbar. Weil, nee, irgendwie hat sich nicht so entwickelt, die das wollten, vermutlich. Ah, oder ja, doch, man weiß es nicht, wie die Schulbehörden so drauf sind. Ja, alles Verbrecher. Alles Verbrecher. Ja, auf jeden Fall. Alles Verbrecher. Aber wo Verbrecher waren wir eigentlich schon im versunkenen Tempel? Weißt du das noch? Oh. Mit den Drachen, mit den Grünen? Ich glaube nicht. Aber ich möchte auch eigentlich nicht rein. Ich will dich, Mutti. Nie in den Tempel. Doch, warte mal. Nee, versunkener Tempel. Was gab's denn? Was war denn das andere Unterwasser-Ding, wo wir da waren? War das Marodon? Das ist aber auch nicht unter Wasser, oder? Ja, doch, ne, dieses Höhlensystem Höhle, am Ende, ja, ja, mit der schicken Prinzessin, ja. Ja, ja, ja. Das war mal. Freiwindpost. Achso, mit den Tauren, ja, hier links rum, genau. Müssen wir da hinfahren oder hinfliegen? Ich glaube, wir müssen fahren. Alter, wie mein Frosch im Wasser hängt, wie mächtig. Geil. Neum. Aber wieso? Warte mal, das wollte ich eh noch letzte Folge schon gucken. Ja. Warum hat mein Wasserschreiter kein Dingen hier drin? Ja, das müssen wir eigentlich per Post bekommen haben, aber ja, irgendwie haben wir es nicht, ne? Naja, ich hab das bei meinem, Ach, bei so, den Mains. So. Ja, ja, aber musst du das bei jedem Charakter machen? Also bisher hat es eigentlich jeder per Post bekommen, mit dem ich eingeloggt bin. Keine Ahnung, ob das ein Level-Cap hat oder so, dass man das erst mit 100 oder so bekommt. Das ist ja auch Battle.net gebunden. Könntest du jetzt auch bei einem anderen rausnehmen und dem hier schicken quasi. Okay. Das hat, aber das ist voll beknackt. Eigentlich haben das alle zugeschickt bekommen. Dann hat es vermutlich ein Level-Cap oder so, dass man das benutzen kann. Wow. Ja, das nervt, no. Das nervt jetzt ja schon wieder richtig übel. Das ist, an sich ist die Idee cool, aber ist wieder so, weiß nicht, so halb ausgereift. Irgendwie. Naja, aber wofür arbeitest du denn dann da an der ganzen Scheiße? Ich meine im Prinzip, also so Sachen wie Fliegen freischalten überall, ne? Das machst du ja, um mit deinen Twings? Wie heißt das? Twings, ja, schneller voranzukommen. Und genauso wie mit den Mounts hier, so, das hilft dir ja auch bei den Twings. Das musst du dir ja auch erstmal erarbeiten. Ja. Das ist ja richtig. Ich meine, gut, die können da wahrscheinlich dann nicht sagen, okay, bei je. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir erarbeiten uns so ein Ding und packen das da rein. Ist das dann auch für die anderen Charaktere auf demselben Level? Nee, das ist schon Account gebunden. Also, das hast du nicht bei allen automatisch drin, wie gesagt. Meine haben das alle einzeln zugeschickt bekommen, quasi, meine 120er zumindest. Und dann muss ich das mit jedem einzeln reinmachen. Oh Gott, Alter, ernsthaft, Mann. Ja! Das ist doch wohl nicht zu fassen. Ich habe mich ein bisschen gefreut gehabt, ne? Aber jetzt bin ich schon wieder abgenervt. Gibt's ja also nicht. Wenn es hier jetzt nicht irgendwie verschwunden wäre, hätte ich es gar nicht so schlimm gefunden. Weil dann ja je nach Char, wenn du Farm-Char hast oder so, dann kannst du ja gut variieren immer. Na ja gut, aber nehmen wir jetzt mal an, was für Arten gibt's denn außer über Wasser laufen? Was gibt's denn noch für Na, irgendwie, dass du, glaube ich, nicht abgemountet werden kannst. Und dass 10% schneller bist oder so. So die Standarddinger, die Berufler auch vorher schon machen konnten. Ja, immer Lederer, diese Teile, die du benutzen kannst und so. Aber das... Ich finde das doof, dass man das jetzt... Weil die Mounts bleiben ja trotzdem noch dieselben. So, das macht ja auch von der Logik her überhaupt gar keinen Sinn. Naja, also... Das, was wir Battle.net gebunden kriegen, vielleicht nicht, weil das irgendein, weiß ich nicht, Spuckeimer von Ned Pegel ist oder so, von diesem Meisterangler und seine Spucke lässt uns dann gleiten. Aber die Berufler stellen zumindest sowas her wie aufblasbare Reittierschuhe. So, das kannst du dann im Auktionshaus für 80.000 Gold kaufen, wenn das Battle.net-Ding nicht hast. Und dann ziehst du dem Reittier quasi Luftschuhe an, wie so ein großer Clown. Okay, und das also sieht man das dann auch? Nee, zum Glück nicht. Aber ja, das hätte ich aber auch noch geil gefunden. Also, dass man es zumindest einstellen kann. Ja. Aber, ja, also, schwierig. Es ist... Ich weiß auch nicht, ob das... Keine Ahnung, ob das visuell irgendwie dann mehr Sinn machen würde.
So, ich weiß nicht. Sie testen das ja auch. Sie haben ja jetzt im Grunde, wie gesagt, nur diese Sachen, die du mit Berufen eigentlich eh herstellen konntest. Mhm. Außer halt dieses Wasserschreiten, was du halt so grinden konntest, haben sie jetzt nur in diesen Slot gepackt quasi. Ja. Ich finde es an sich viel interessanter, was da noch kommen könnte, als das, was wir jetzt haben. Es stimmt, es stimmt. Also wenn es da nachher eine ganz breite Facette gibt an verschiedenen Dingen, ich meine, viel mehr als 10 Sachen werden mir wahrscheinlich am Ende auch nicht einfallen, wenn ich mal schwer drüber nachdenke. Ja. Aber, mich nervt halt dieser Gedanke, du farmst dir halt, nehmen wir jetzt mal an, du farmst dir jetzt lange so ein Reittier, was du unbedingt haben wolltest. Ja. So, dann hast du es so und sagst dir, boah, eigentlich wäre es noch geil, wenn er über Wasser laufen könnte. So, dann farmst du dir das andere oder kaufst du das für 80.000 Gold. Dann lockst du um und dann ist das wieder hinfällig. Du hast zwar das Reittier, aber du kannst dann wieder neu anfangen. Weißt du? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich da auch und bin ein bisschen zu verwöhnt mittlerweile, aber... Vermutlich sind wir das einfach wirklich alle. Alter, das Feuer ist neu. LOL. Junge. Junge, was für ein Upgrade. Oder? Krank. Es sieht echt schön aus. Euro im Monat für Feuer. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Macht es Schaden? Nein, es macht nicht mal Schaden. Es macht Schaden. Okay, Gott sei Dank. Hätte ich aber gekündigt auch. Sonst wäre das nicht realistisch genug gewesen für mich. So realistisch müssen wir sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir müssen ja auch erstmal rumstänkern, bevor wir Spaß haben können. Genau. Das kennt man doch auch. Gerade bei WoW. Die Quest hier ist bei uns aber auch ganz nice, weil der Typ, den wir jetzt verkloppen, ist eigentlich der ehemalige Questgeber hier vor Katar gewesen. Und er hat einfach alles an die Grimmtauren verraten, die dann hier alle anderen getötet haben. Und jetzt kommen wir und töten ihn und die Grimmtauren wiederum. Grimmtauren, so. Was ein Loser. Das ist voll der Loser. Ja. Fucking Scrub, er hatte nicht mal Reittierausrüstung. Er hatte nicht mal Schuhe. Was machst du denn da? Ich versuche gerade den Weg zu finden, weil hier ist angeblich ist hier ein Weg, laut Map. Nee, das ist unterhalb, oder? Ach, da unten. Ach so, ja komm, dann kürzen wir aber ab. Ciao. Und ja, nicht so weit abkürzen, nicht so weit ab. Okay, nevermind, ich bin tot. Komm, wir kürzen ab, wir kürzen das ganze Leben ab, Junge. Ja, ich hab mein Leben einfach abgekürzt. Brauche ich immer noch 80 Jahre auf meine Rente warten. Rente gibt's eh nicht mehr, wenn wir alt sind. Ja. Drauf geschissen. Eben. Quatsch. So ein Schwachsinn. Prost. Darauf ein Schluck Wasser. So, solange es noch da ist. Grundwasser, lol. Noch kann ich mir Kranwasser leisten. Und so eine komische Sprudelflasche, die ich dann da benutzen kann. Noch geht das alles, ne? Noch geht das. Noch geht das. By the way, das ist noch besonders bestrafend, weil wir haben jetzt ein Quest-Item bekommen, wo wir den Geist von dem Typen, der ja alle verraten hat und den wir eben getötet haben, an unsere Seite rufen können, damit er für uns kämpft. Toll. Richtig. Ich meine, wir zwingen ihn quasi dazu, auf der anderen Seite wieder zu kämpfen. Das ist auch eine gute Sache. Ja, das wird mich komplett abfucken, wenn ich so alle verrate, denke, yo, cool, ich bin jetzt hier Chef. Hat er sich getötet. Erledigt alles, ne? Ja. Und dann gearscht. Dann stirbst du und denkst du so, na toll, schade. Ja. Naja, egal, ich habe wenigstens das gemacht, was ich wollte. Und dann kommt einer und sagt, nee, du bist nicht tot. Du machst jetzt alles, was du gemacht hast, nochmal neu. Ja! Yippie. Ich habe keine Lust. Stell dir vor, du bist einfach in einem MMO und kannst dich looten. Das wäre aber eine nice Klasse auf jeden Fall. Stell dir mal vor, du könntest Geister spielen. Das doch eben gerade, oder nicht? Du kannst einfach, kann Geister sterben? Boah, das ist jetzt natürlich Deep Lore-Diskussion. Es ist deep. Philosophisch und... Weil im Prinzip... Als Geist, wenn du als Geist deine Augen zumachst, dann bist du tot quasi. Aber du hast doch gar keine Augen. Naja, du hast schon Augen, aber die sind halt durchsichtig. Ja, aber dann, also... Ja, aber das sind doch dann keine Augen mehr. Die haben ja gar keine... Die kannst du ja nicht anpacken. Das ist ja gar vor keine... allem, wenn du deine durchsichtigen Augenlider schließt, also kannst du ja nicht mal blinzeln. Du musst ja immer alles sehen. Das ist ja... Du kannst ja nicht mehr Horrorfilme gucken und dann immer so kurz Augen zu oder so. Geht ja nicht. Ja, dann durch Geister, deine Augenlider durch. Geister, die vor Horrorfilmen Angst haben. Oh Gott, ein Geisterfilm. Auch. Mach aus, ja. Schnell. Junge, also ich habe hier Junge. Irgendwie das Questmark, aber irgendwie auch nicht. Und jetzt... Hä? Habe ich eine Quest vergessen anzunehmen? Hier, die alte, die hat hier... Oh, jetzt ist meine auch... ich musste nur ein Stück weiter rennen, okay. Jo, 3000 Quests, Alarm, man kennt ihn. Ja, so läuft das hier. 1000 Questnadeln. Aber das ist ein geiles Questgebiet hier, weil wir jetzt echt dicht an dichte die Mobs haben und Boss-Mobs und Quests an Quests. Ja, das stimmt, Quest. Das stimmt. Das ist angenehm, dieses Power-Leveln, von dem alle sprechen. Aber die können alle stampfen, das nervt. Darum bist du ständig gestunt. Ja. Die Zeit, die möchte ich mir nicht dafür sowas nehmen, dann. Das ist noch eine Quest.
Komm, nehmen wir hier die Dreier. Achso, nee. Stampfzeit. Ist doch egal. Ja, warum machen wir eigentlich keine Instanz? Also jetzt brauchen wir auch nicht mehr anfangen, aber fällt mir gerade mal so auf. Am Anfang hast du gefragt, so, waren wir schon? Und ich so, keine Ahnung. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Ja, du hast aber auch gesagt, ich will auch nicht. Und dann dachte ich, dann... Aber wir haben doch bestimmt noch mehr Auswahl, oder? So, nee, tatsächlich nicht wirklich, muss ich sagen. Also wir können auch noch sowas wie Stratholm gehen, da sind wir wieder 700 Jahre drin. Ja gut. Und heulen. Ja gut. Von daher ist das hier, glaube ich, in jeder Hinsicht gerade besser. Für den nächsten Part können wir versunkener Tempel anmelden, ja. Das Ding ist halt, was mir gerade mal so auffällt, ne? Mit welchem Level gehen wir Scherbenwelt? Oder wir können ja zwischen achten. Nordend und Scherbenwelt ja. Aussuchen, ne? Also ich war auf Anni Seite auch echt lang nicht mehr heulender Fjord zum Beispiel. Ich weiß aber auch nicht, ob das schlimm ist. Also ich hab's noch gut in Erinnerung, aber ich hab's auch seit damals nicht mehr gemacht. Lang, lang ist es her. Ja, damals war ich ja auch noch Anni gespielt so. Aber halt auch nur damals. Und dann nie wieder. Die ja, dann kam ich in dein Leben. So. Ja, genau. Das war schon chillig. Eigentlich sogar Elite. Krass, ne? Das war am Anfang geil, als sie das hier geändert haben und hatten das mit dem Scaling noch nicht so drauf. Oder auch jedes Mal, wenn hier das Scaling als solches mit Item Squish und so weiter für ein neues Addon verändert wurde, dann haben die Mobs hier so doll zugehauen, dass unsere tankenden Schildwachen einfach Two-Hits waren. Und dann war der Spielercharakter dran. Und dann, der ist schon wieder down. Immer noch. Ist tot. Ja, Junge, wie ja, gerufen. Das wäre mal gefixt, aber nö. Ist das deine oder meine? Ah, da ist er. Da ist er wieder, ja. Da. Weiß nicht, es war deine, siehst du, heldenhaft gestorben. War nur meine, ja, dann ist ja nicht so schlimm. Oh, was soll's, bisschen Schwund ist immer. Ja. Bisschen Schwund ist immer. Hauptsache, wo waren das? Das war bei dem einen Fernsehkoch, ne? Der so irgendwie diese Vanilleschoten kleinhackt und dann meint, ja, oder irgendwelche Schoten, die halt selten sind, ja, die werden hier natürlich nur handverlesen von irgendwelchen Kinderarbeitern. Und da geht auch ab und zu mal eins drauf für die Ernte, aber in der Küche sagen wir, ein bisschen Schwund ist immer. Als ob, Alter. Als ob das wirklich. Also ich kenne nur diese Szene so sinngemäß zitiert jetzt. Ich weiß aber nicht, ob es real war oder ob sowas wie Switch war. Ja, das ist, ja, stimmt, nachher. Stimmt. Bisschen, also ich hab den Satz jetzt nicht mit einer Kochshow assoziiert, ne, so. ich bis zu dem Video auf jeden Fall auch nicht, aber Gottes Willen, ey. So, der nächste Alarm mit drei Totems hier, Junge. Junge, was ist denn hier los? Der älteste Sturmhof, Junge. Ist der älteste. Leute haben einmal gefragt so, wie alt bist du? 60. Okay, wie alt bist du? 70. Okay, wie alt bist du? Ich bin 180. Okay, er ist der Älteste. Du stellst jetzt da hinten hin und castet Lava-Eruption. So ist es. Du bleibst hier stehen und machst Dinge, weil von dir kann man eh nicht mehr viel erwarten. Du bist alt. Im Grunde ist es so, ja. Ja, eigentlich schon, ne? Ich hatte auch mal eine Petition am Laufen eigentlich, dass man alte Leute, die sich unnütz fühlen in der Gesellschaft oder die Gesellschaft auch unnütz findet, dass man die einfach zu Autoreifen verarbeitet. Weil Autoreifen sind halt teuer und die braucht man immer neu und dann hätten die Nutzen so. Ja, ja, ja. Ja, dann kannst du quasi deine eigenen Verwandten, falls du mal keine Kohle hast für neue Sommerreifen. Ich habe mir jetzt letztens neue Sommerreifen kaufen müssen. Wenn du mal keine Kohle für neue Sommerreifen hast, dann gehst du einfach zu deiner Oma und sagst, Oma, wie fühlst du dich? Fühlst du dich so, als würdest du einfach. Also, ich bräuchte theoretisch nochmal neue Sommerreifen. Ja. Mal Alter. Angenommen. Ich frage für einen Freund. Ja, also nach dem Motto so, Oma, wollen wir eine Runde Eis essen fahren? Zwinker, zwinker. Eis essen fahren. Ja, ey, schön. Ich meine, im Prinzip Auto. Hast du ja gesagt, du möchtest nur Leute zu Autoreifen verarbeiten, die das auch wollen. Ja, also so fängt es an. Ja, so ist es. Wenn du den Anfang Menschen dann aber dann Eis gibst, dann gibst du denen ja wieder einen Sinn im Leben. Das kannst du ja auch nicht bringen. Ja gut, das ist ja nur die Farce quasi. Und dann fahren wir in die Fabrik rein stattdessen. So. Ja, das war schön wie, wenn du einen Schnitzel, Lust auf Schnitzel hast oder so. Ja, das komm, war ein kleines Lämmlein. Szenario. Nee, kalt. Was für ein Lämmlein, was? Ja, ich dachte, Kuhbaby heißt ein Lämmer, aber das sind die Kälber. Das ist ein bisschen verwirrend alles. Das Schafkalb, man kennt es. Elefanten sind auch Kälber. Elefantenkalb. Das Schaf hat gekalbt. ein Wunder. Es ist ein Wunder. Ein Wunder, ja. Oh, schön, Junge. Was machen wir? Ne, davon haben wir jetzt auch noch fertig. Schön. Was für ein Spaß hier. Oder? Ich habe ein Schild bekommen. Das habe ich schon. Also es gibt halt mega viel EP. Das ist halt super geil. Schon wieder Level up, Junge. Schildwall.
Der ist schon geil. Level up, der Lappen hier. Lappen, Lappen, Lappen. Ich werde komplett gehatet, dafür buff ich dich auch nicht komplett nach. Oh, wow. Okay, ich wollte gerade sagen, da wäre ich jetzt aber traurig gewesen. ja, halbes Level bist du mir voraus noch. Ich weiß nicht, hole ich langsam auf oder verdammt immer glaube, schon? Oder es war mal mehr, möchte ich meinen. Okay. Warum mache ich das hier? Warum renne ich hier rein und pull alles? Kannst du das mal sagen? Das ist Schurke. Dann verschwinden und gucken, wie alle anderen sterben einfach. Ja, okay, warte. Nee, Junge. Ah! Stirbst du schon? Nee, du hast so viel Leben, das geht gar nicht. Das ist nicht so lange. Einfach Tank Main, Junge. Tank Main. Geile Tank Sache. Main, DuckTales mit Tanks, Hast du eigentlich mitgekriegt, dass es bald einen Live-Action-Chip und Chap-Film gibt? Ey, was? Nee. Ja. Und der wird produziert von einem der Lonely Island Boys. Wow, okay. Ja, ich bin das wirklich gespannt. Es könnte halt wirklich gut werden. Das ist ja der Witz daran. Also ich habe keine Ahnung, wenn das nachher so wie die Schlümpfe wird oder so, wo dann einfach da Schauspieler mit irgendwelchen CGI-Viechern labern, dann, oh Gott. Jetzt wird's eng. Ja, easy, Junge. Ja, easy immer. Gar kein Problem hier. Gut. Ja, was war jetzt noch? Irgendwie Ariel soll noch gemacht werden? Ja, Ariel. Als nächstes ist König der Löwen. Ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche darf ich mir den in der Presseverführung angucken. Ich habe große Angst. Zu Recht, auf jeden Fall. Zu Recht. Es kann sehr schön sein. Es hat bestimmt auch sehr schöne Szenen, aber so insgesamt... Hätte es nicht... Mm. Dann hätten sie einen neuen Film drehen sollen, der so ähnlich ist. Nicht König der... Also mit König der Löwen. Es ist... Sein Herzblut so, ne? Ja. So einfach nur vom Aufwachsen her, nicht mal vom Produzieren selber. Ja. From the inside. Man. Right from the inside. Ich meine, im Prinzip kann es sein, dass sie für die Kinder, für die aktuelle Generation, das ein schöner Film ist, aber... Ja, aber scheiß auf die Kinder, Alter. Ja, also, halt wirklich so. Arschlöcher hier. Arschkinder. Die eigenen Filme kriegen mit irgendwelchen sprechenden Schneemännern und singenden Eisprinzessinnen. Ja, so ein Quatsch. Aber nicht mit meinem Löwen. Sowas wird niemals produziert, so ein Bullshit. Irgendwelche singenden Leute, kann ich gar nichts mit anfangen, Junge. Lass einfach, lass es gehen, komm. Lass es los, diese Idee, die macht keinen Sinn. Schwachsinnig, ey. Wie ist Internet eine Totiburt, wäre das einfach. So wie das Auto, wird sich auch nicht durchsetzen. Gutes Pferd, sag ich immer in der Einfahrt. Und dann kannst du immer deine Verwandten zu Holzreifen verarbeiten. Ist immer eine Option da, wie es weitergehen kann. Ja, aus dem Auto kannst du keine Lasagne machen, wenn das Essen knapp war. Das ist alles schwierig. Alles schwierig. Hochlebe die Tiefkühllasagne, Junge. Ich glaube, mit diesen Worten können wir diesen Part auch sehr schön beenden. So ist es. Während wir hier am Feuer stehen. Freunde, es war uns wieder ein Fest. Und wir sehen uns dann im nächsten mit vermutlich versunkener Tempel, mehr Tauren und geilem neuen Feuer, Alter. Das gibt einen Littenkreis hier. Macht es gut. Übertrieben. Tschüss.